Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Ja, heute bin ich mal wieder am Giant am Gange. Ist alles heile, bis auf die Narbe vorne. Die vordere Radnarbe hat leider einen weg. Die habe ich jetzt schon einmal überarbeitet, sauber gemacht, neu gefettet. Aber da sind diese komischen Dinger hier oben, sind eingelaufen. Da hat man richtig schöne Riefen dran. Macht aber nichts, habe ich neu bestellt. Und die andere Narbe habe ich erstmal wieder eingebaut, sauber gemacht, neu gefettet. Habe ich neu bestellt, kommt die Tage. Ja, aber was möchte ich mit dem Fahrrad eigentlich machen? Ich möchte da einen anderen Vorbau dran haben, den ich verstellen kann. Ich hätte ganz gerne den Lenker ein kleines Stückchen höher. Und dafür habe ich mal wieder eine Kleinigkeit gekauft. Ein Ergotec-Vorbau, verstellbar. Safety Level 6. Und den werden wir jetzt mal anbauen. Machen wir mal. Nach dem Intro. Tja, da sind wir am Gange. Ja, und wie das bei so einem Fahrrad immer ist, man muss an alles Mögliche denken, wenn man den Vorbau wegmacht. Der Vorbau, ne, also das wird hier losgemacht, wird da losgemacht und das wird rausgemacht. Aber diese Schraube da oben ist auch dafür, um die Gabel zu halten. Also Lenkkopflager etc. pp. Wird damit eingestellt. Man kann das Ding nicht einfach wieder anballern, als wenn es keinen Morgen gibt, dann lenkt das Fahrrad nicht mehr. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man bedenken muss. Aber gut, werden wir hinkriegen. So, ich werde jetzt erstmal das ganze Geraffle wieder losmachen. Also zumindest das muss los. Das Display wird wahrscheinlich los müssen. Ja, das muss los. Oder kriege ich das hierdurch vielleicht gerettet? Naja, ich werde erstmal ein bisschen was auseinanderfummeln und werde mal gucken, ob ich den anderen Vorbau da reinkriege. Tja, leider muss ich echt alles wieder losmachen. Das ist dann halt immer ein bisschen schade. Klickfix. Ah, Display nehme ich auch ab. Kleine Imbus drin. Tja, jetzt haben wir den neuen hier. Ich habe den jetzt gerade mal aus der Verpackung genommen. Der ist jetzt auf 0 Grad eingestellt. Das werden wir uns hinterher so einstellen, wie wir das brauchen. Der kommt jetzt hier drauf. Und jetzt sehen wir, ne, ihr wahrscheinlich nicht. Wo sind wir denn hier? Jetzt sehen wir, dass hier ein riesen Platz ist. Ich habe jetzt hier einen guten Zentimeter. Das heißt, ich kann das da jetzt so nicht drauf festmachen. Also wenn ich dann nachher das wieder einstellen möchte, ist das hier oben zu viel Platz. Also müssen wir hier einen von diesen Spacer mal runternehmen oder zwei. Na, ich versuche es mal mit einem. Ja, jetzt haben wir hier oben noch ein bisschen, das sieht deutlich besser aus. Also diesen Spacer haben wir jetzt unterwegs genommen. Dass wir hier oben wieder so ein bisschen mehr Platz haben, damit ich das Lenkkopflager noch wieder einstellen kann. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Den einen Spacer lassen wir mal über. Jetzt werde ich das hier wieder verschrauben, schön gerade ausrichten und dann werde ich das Lenkkopflager wieder einstellen. Und dann fummeln wir den ganzen Kram wieder zusammen. Hm, zu groß für den E-Ring. Und für das andere zu klein. Können wir aber noch mal gucken. Das wäre der Unterschied.
Ja, so ungefähr, die können sie mal übereinander halten. Das ist ein 80er, das ist ein 110er. Den kann ich dann auch noch verstellen. Und dann habe ich hoffentlich das, was ich haben möchte. Ich möchte mit dem Lenker ein ganz kleines Stückchen weiter hochkommen. Dann sollte das schon passen. Ich schräube mal alles zusammen. Mit der Schraube hier oben stelle ich den Spiel von der Gabel ein. Mache ich das zu fest, kann ich nicht mehr lenken. Mache ich zu lose, wackelt die ganze Gabel hin und her. Ah, ein bisschen Spiel habe ich noch. So ist gut. Wenn ihr hier oben was einstellen müsst, ganz, ganz vorsichtig. Eine halbe Umdrehung ist zu viel. Manchmal ist es nur wirklich so ein ganz kleiner Schlag. Ihr müsst dabei immer die Gabel bewegen und müsst gucken, ob ihr Spiel habt. Das hört ihr richtig klock, 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 klock. Oder ihr merkt, dass die Gabel sich bewegt. Also hiermit ganz vorsichtig. Wenn ihr das eingestellt habt, dann die beiden Schrauben wieder fest, dran denken, nicht mehr wie 12 Newtonmeter. Und dafür hole ich mir jetzt erstmal meinen Drehmomentschlüssel. Und jetzt noch ein weiter. 12 Newtonmeter. Ja, mein Freund. 12 ist gar nicht so viel. Sehr gut. Loslassen. Gerade bleiben. So, das war das erste. Jetzt machen wir hier die Schrauben raus. Ja, so raus hatte ich das jetzt nicht vor, aber von mir ist auch so. Wir behalten vorerst den Originallenker, habe ich mir so vorgestellt. Und die ziehe ich jetzt hier nur ganz leicht gegen. So, dass es noch beweglich bleibt. Und jetzt stellen wir die Neigung ein. Der originale Vorbau hatte eine Neigung von 8 Grad, das war mir zu wenig. Jetzt werde ich das Fahrrad mal drehen, weil hier ist die Anzeige dran. Und dann werde ich mir das genauso einstellen wie bei meinem Black Cross. Das hat, glaube ich, 20% Neigung, dass der Lenker ein Stückchen höher kommt. Und da werde ich es jetzt mal ganz grob hinstellen und dann werden wir mal gucken, ob das dann besser geht. Weil ich möchte mit dem Lenker ein Stückchen hochkommen und ein Stückchen weiter nach vorne. Und das kann ich mit diesem Vorbau ja generieren. Ich stelle mal eben um. Sieht man das hier?
hier an der Einstellung, hier ist ein Strich, das ist genau 0 Grad. Und das werden wir jetzt hier losmachen auf beiden Seiten und werden das Ding einfach mal ein bisschen höher stellen. Vielleicht reicht es auch, wenn ich es nur oben losmache. Schauen wir mal. Okay. Ah, jetzt kommt er schon. Die Zahlen, die nach oben gehen, ist für den Lenker nach unten. Und alles, was unten ist, ist für den Lenker nach oben. Klack, jetzt sind wir bei. Ich muss dann doch noch ein bisschen loser machen, dass mir das nicht so sehr rubbelt. Da ist eine Verzahnung drin. So, wir gehen mal hier auf. Nichts Doofes machen hier bitte. Wir gehen mal auf 30 Grad. Ja, jetzt bin ich von 8% oder 8 Grad Neigung auf 40 Grad Neigung gegangen. Der Lenker ist ein ganz schönes Stückchen höher gekommen. Ich komme mit den Armen also dementsprechend weiter nach oben. Kann damit meinen Schultern wahrscheinlich besser sitzen. Das werde ich aber ausprobieren. Jetzt werde ich das noch mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Die kriegen alle 12 Newtonmeter. Also da steht auf jeden Fall nichts anderes dran. Ich gucke gleich nochmal, aber ich glaube auch 12 Newtonmeter, weil da ist eine Verzahnung drin. Das kann dann nicht mehr weg. Und der, wie heißt er noch gleich? Ergotec hat eine Festigkeitsstufe von 6, also das ist die höchste Festigkeitsstufe oder Sicherheits-Safety-Level heißt es, glaube ich, den so ein Vorbau haben kann. Also von daher bin ich da guter Dinge und werde das jetzt einfach mal so weitermachen. Ja, und wenn das dann alles wieder zusammen ist, dann werden wir das Fahrrad nochmal hinhängen. Dann gucke ich eben nochmal nach, ob die Gabel jetzt Spiel hat oder ob das jetzt alles noch gut ist, ob alles schön gerade steht. Das werden wir gleich nochmal machen. So, jetzt erst nochmal Drehmomentschlüssel ran. Newtonmeter macht er problemlos. Zehn Newtonmeter lassen wir aus. Okay, danke. 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 So, jetzt haben wir alles mit 10 Newtonmeter wieder angezogen.
Jetzt kommt das Display da wieder vor. Halt, erstes Gummi. Tja, da ist alles wieder dran. Klickfix-Halter ist wieder dran. Der Vorbau ist auch dran. Alles mit Drehmomentschlüssel nochmal nachkontrolliert. Habt ihr ja gerade gesehen. Der Lenker ist jetzt 5 cm höher gekommen und gute 2 cm weiter raus. Ich habe eben gerade schon eine kleine Probefahrt gemacht. Sitzt sich viel besser, sitzt sich super bequem. Es wackelt nichts. Der Spiel vom vom Lenkkopflager passt. Es wackelt nichts, es klappert nichts, alles ist gut, alles schön. Ja, ich bin damit fertig. Eine Baustelle weniger, beziehungsweise eine Änderung, die ich unbedingt machen wollte, weniger. Ja, jetzt kommt als nächstes noch die neue Narbe da vorne rein. Wie gesagt, die ist bestellt, die ist auf dem Weg. Die wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen. Weiß ich noch nicht so genau, wie das funktioniert. Aber das war es mit dem Video. Ich bin fertig. Nee, ich bin mit dem Video fertig. Ich wahrscheinlich auch. Aber dafür habe ich ja jetzt gerade Urlaub und kann mich erholen. Also, das war's mit dem Video. Ich verbleibe euer Speedy. Wir sehen uns in irgendeinem meiner anderen Videos. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Daumen hoch und ein Abo würde ich mich drüber freuen. Und dann bis in irgendeinem meiner anderen Videos. Melde mich ab.